Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, ich bin hier in meinem Streamingzimmer und habe ja hier recht viel Platz auf meinem Arbeitstisch, würde ich mal so sagen. Und da es draußen bitter kalt ist und ich da schlecht was zum Trocknen oder Härten bekomme, dachte ich, nimm es doch mit rein, mach es in der Wohnung, zumindest im Streamingzimmer, dass es bis morgen durchziehen kann oder durchtrocknen kann. Um was es geht, seht ihr hier vielleicht schon, hier, aber natürlich, ihr wisst, ich nehme euch immer näher dran, ihr dürft so dicht wie möglich mitarbeiten. Genau, es geht um das Material für den Rex RS 700 Gepäckträger Anhängerkupplung. Und zwar muss ich ja hier noch wenigstens die obere Seite etwas schick machen, dass ich sie dann letztendlich verbauen kann und sie natürlich auch, ja, gut Wasser abweist und natürlich auch ein bisschen Ebene ist, dass ich so die Kleinigkeiten hier, Unebenheiten oder hier, wo ich meine Nähte, das sind ja keine Nähte, das sind eigentlich nur die Übergänge von Schweißen, so ein bisschen gerade ziehen kann. Und es würde auch schon Menge ausreichen, wenn ich die obere Seite mache. Ich bin an Überlegen, ob ich noch die untere Seite auch noch ein bisschen mache, weil viel Spachtel wird hier nicht dran hängen bleiben. Ich werde es so weit runterschleifen, wie es nur geht, so dass der Spachtel hoffentlich nicht abplatzt. Ja, und das ist jetzt einfach auch gleichzeitig ein Test. Ich habe es hier mit Schmirgelpapier angeraut. Das sieht man jetzt bestimmt ein bisschen mehr auch schon. Dass mehr Halt drin oder reinkommt. Hier unten habe ich weniger geschliffen, aber hier sieht man, dass ich wirklich, ne, das Ganze ein bisschen geschliffen habe. Das habe ich mit der Hand mit Sandpapier gemacht, ne, oder Schleifpapier. Hier habe ich eine Unterlage. Hier ist mein Feinspachtel. Ja, Härter ist dabei. Ich habe natürlich auch noch die große Tube mitgenommen. Spachtel werde ich wohl höchstwahrscheinlich den großen nehmen, weil ich mit den großen eine schöne Fläche ziehen kann. Den hier habe ich nicht gereinigt. Naja, kommt auch mal vor. Und dann habe ich aber auch noch hier kleinere Spachtel, je nachdem wie ich hier ziehe. Aber ich würde ganz gerne über die Länge mit einem großen Spachtel arbeiten. Ob es gelingt, werden wir sehen. Diesen hier, den ich jetzt nicht gereinigt habe, werde ich zum Vermischen nehmen zur Not noch, oder zumindest hier, um was rausnehmen zu können. Das ist hier dieser Spachtel. Ich halte ihn euch mal rein. Ne? Mit diesem Spachtel arbeiten wir. Besser noch zu sehen. Hier, ne? Feinspachtel. Also kommt auch in einer Ecke Werbung, um allen aus dem Weg zu gehen, was das Video beeinträchtigen könnte. Gut, Pappe zum Mischen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Vielleicht mische ich sogar hiermit. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt brauche ich erstmal noch was zum Öffnen. Oh, da wäre ein Schraubendreher nicht verkehrt. Hier habe ich jetzt einen Schraubendreher und ich öffne das jetzt mal. Gucken, wo ich am besten drunter komme. Hier. Wie gesagt, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil ich möchte hier meinen Platz nicht einsauen. Weil dafür ist normalerweise die Garage da. Aber naja. Wir gucken mal drüber weg heute.
Nur, ich möchte ja nach Möglichkeit morgen weitermachen und deshalb möchte ich das auch vorbereiten. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel brauche ich denn da ungefähr. Das könnte sogar schon ausreichend sein. Ich nehme hier eine glatte Stelle und ziehe meinen Spachtel hier mal rüber. Ich glaube, ich nehme noch wenigstens ein bisschen dazu. So, aber das sollte vielleicht für die erste Schicht schon mal reichen. Und wenn nicht, dann muss ich eben in den sauren Apfel beißen und eine zweite Schicht ziehen. Nicht, dass ihr euch wundert, ich ziehe auch über die Löcher mit drüber. Ne? Weil, wie gesagt, ich schleife das Ganze dann, soweit es geht, nur runter, dass so wenig wie möglich Spachtel drauf bleibt. Und da werden sich die Löcher dann schon wieder selbst befreien, sozusagen. Aber das ist jetzt eben die beste Lösung. Das ist jetzt die Oberseite. Das kann man daran sehen. Moment. Weil ich hier ist noch das rechts und das links. Von daher kann man das sehen, welche Seite welche ist. Ne? Das ist die Unterseite. Theoretisch kann ich mir auch das irgendwie noch mal markieren, wenn es sein müsste. Gut, nun, naja, der Spachtel, ja, er geht aber. Das mal zur Seite, weil ich möchte von oben nach unten ziehen. Das heißt, ich möchte, wenn es geht, einmal so rüberziehen. Ob es gelingt, werden wir gleich sehen. Ich setze mal kurz den Deckel hier auf, dass hier die Feuchtigkeit erstmal drin bleibt so lange. Wir gucken mal, ob ich, Moment, dazu gehe ich hier ein bisschen weiter rüber, gucken mal, ob ich hier noch härter rausbekomme oder, ja, hier kommt noch härter. Das sollte schon sogar reichen an härter. Aber ich glaube, wir können die Tube jetzt auch leer machen. Ja, das sollte, denke ich mal, schon reichen. Ich suche. Da. Jetzt heißt es nämlich erstmal das Ganze hier vermischen. Schön, dass das überall, also der Härter überall rankommt, dass es auch gleichmäßig trocknen kann. Und nicht zu lange warten, weil ich habe ja, wie man gesehen hat, doch eine ganz schöne Menge an Härter schon drin. Deshalb muss das dann auch schnell gehen. Aber das Schöne ist, es ist ganz, ganz cremig. Das heißt, man gut, dass es hier drinne warm ist, weil sonst wäre das Ganze um einiges härter. So, wir schauen mal. Nanu. Mal zur Seite legen und ansetzen. Und ziehen. Was so an der Seite verloren geht, ist nicht ganz so schlimm. Das ziehe ich mir einfach hier mal so lang. Aber ich glaube, ich darf hier noch mal drüber gehen. Ja, nicht zu tief hier. Ich gehe jetzt noch einmal rüber, weil eine gewisse Dicke. Ah, hier ist irgendwas Festes drin gewesen. Deshalb, das ist dann natürlich nicht so gut. Eine gewisse Dicke darf ich natürlich haben. Hier zieht sich immer noch was mit. Gar nicht gut. Also nochmal was nachnehmen, weil wenn, dann soll das auch ordentlich werden. Hier zieht sich wieder irgendwas hinterher. Wieder und wieder. Irgendwas ist da drin anscheinend. Nochmal gucken. Ah, ja, da ist wieder was.
Irgendwas zieht sich hier mit. Sowas finde ich immer gar nicht lustig. Da ist wieder so eine Rille. Warum auch immer. Nochmal. Ja, und Rex macht sich natürlich auch bemerkbar. Also irgendwie hart kann es noch nicht sein, oder dass es schon anfängt zu härten, das kann nicht möglich sein, weil es ist noch recht elastisch gewesen eben. Ich glaube, so lasse ich es. Ziehe hier noch mal ein bisschen nach. Das lasse ich jetzt so trocknen und anschließend drehen wir es vielleicht sogar noch mal um und ich werde es von der anderen Seite noch bearbeiten. Wie man sehen kann, ja, das ist schon leicht angetrocknet, sicher, hier sieht man. Also es hat sich doch schneller gehärtet als gedacht. Ich hatte, ja, das, oder sagen wir mal so, die Wärme setzt das um. Dann trocknet das recht schnell. Deshalb braucht man im Grunde gar nicht so viel härter. Ich habe es gut gemeint, aber trotzdem, das kann ich ganz gut bearbeiten. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen trocknen, ne? Wenigstens so eine Viertelstunde. Dann können wir die andere Seite anfangen. Das Ganze ist durchgezogen, ne? Wie gesagt, ich schleife es ja noch. Das bekomme ich dann auch wieder hin. Und hier bleibt ja nicht viel mehr drauf. Es sieht auch dicker aus, als es ist. Es ist recht dünn drauf. Ja, okay. Nächste Seite, diese Seite. Hier habe ich allerdings, das bleibt ja nicht aus, ist klar, wenn man die Löcher auflässt, kam hier ein bisschen was durch. Das habe ich sozusagen abgestochen. Dass es hier einigermaßen wieder glatt ist und wir jetzt die nächste Schicht drauf machen können. Das heißt, ich brauche wieder eine Unterlage und ich brauche wieder meinen Spachtel. Diesmal werde ich aber garantiert nicht so viel Härte reinmachen wie eben gerade. Also, reicht das schon? Ja, das müsste ausreichend sein. Das sollte reichen. Na gut, überredet. Bisschen was nehme ich noch dazu. Aber dann sollte es jetzt wirklich ausreichend sein. Ne? Man muss ja nicht immer nur alles wegschmeißen. Es ist eben teuer und kostbar. Deckel wieder drauf. Das ist ja meine neue Tube, die ich geholt hatte. Da habe ich ja schon mal was rausgenommen. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich hier nicht ganz so viel rausdrücke. Obwohl, wann kommt denn hier mal was? So. Das reicht schon. Menge. Also mehr, auf keinen Fall mehr. Weil ihr habt ja mitbekommen, wie schnell das durchhärtet. Und wo ich selbst gar nicht mit gerechnet hätte, dass es so schnell geht auf einmal, aber die Wärme spielt ein großes Spiel oder eine große Rolle, dass es natürlich ganz schnell aushärtet. Ne? Und dann muss man auch dementsprechend schnell arbeiten. Mache ich weniger Härte rein, dann bleibt mir auch mal eine Minute mehr Zeit. Nehme ich wieder den großen Spachtel und hier ist jetzt genug drauf. Ich muss mal gucken, wo ich das wieder ablege und ansetzen. Wenn ein bisschen Überfluss ist, ist nicht so schlimm. Den Überfluss, seht ihr, was das für eine Wulst macht?
Das kann man, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Ne? Also es geht, es verläuft ein bisschen schräg. Das konnte man jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Ich nehme hier mal meinen Überfluss ein bisschen weg. Ja, ich bin nun kein Profi, aber wir machen das Beste draus. Okay, dass ich jetzt einen leichten Übergang hinbekomme, ziehe ich hier jetzt doch lieber ein bisschen schräg. Nehme noch mal ein bisschen was dazu und ziehe, wie gesagt, schräg rüber. Den ganzen Überfluss, das hole ich dann später so oder so runter. Jetzt ziehe ich hier noch mal gerade rüber. Ja, ich glaube, das ist okay so. So kann ich das lassen. Das reicht Menge aus. Gut. Und, naja, das bisschen hätte ich mir sparen können. Aber jetzt ist es so. Dann, damit muss ich jetzt leider leben. Durchhärten lassen, dann kann man es spätestens morgen oder je nachdem bearbeiten. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen erkennen und auch sehen. Die Dose habe ich wieder gut verschlossen, ne, dass das nicht aushärtet. So kann ich es später wieder nutzen und ja, wieder weiterarbeiten damit. Das muss jetzt trocknen und wenn es dann, wie gesagt, durchgehärtet ist, dann habe ich die Möglichkeit und setze mich da dran. Ja, ich glaube, viel sieht man jetzt nicht, wenn ich es so halte. Ja, ne, so sieht es aus. Wie gesagt, das meiste kommt runter und dementsprechend sollte das dann hoffentlich funktionieren. Dann heißt es grundieren, lackieren nach den Schleifen. Vorher, das habe ich euch leider nicht gezeigt, ich habe es noch vorher entfettet mit Bremsenreiniger. Ich bin mit Bremsenreiniger drüber gegangen, weil ist da irgendwo an einer Stelle Fett drauf. Dann kann es sein, dass sich dieser Spachtel ruckzuck löst. Es kann natürlich auch irgendwann passieren, dass er sich von alleine auch löst. Ne? Weil das so eine glatte Ebene ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, das wird halten. Wir sehen uns, wenn es soweit ist. Weil ich möchte langsam mal den Anhänger in die andere Garage bekommen. Und das möchte ich auch mit diesem Roller gleich machen. Deshalb richte ich diesen Roller gerade her. Muss aber ja so oder so später nochmal den Roller durchgucken. Das heißt, ich muss den Zylinder runternehmen und alles mal nachgucken, eventuell kleine Neuteile dran. Vielleicht, ich habe mir zumindest schon mal Gedanken gemacht, vielleicht setze ich sogar einen neuen Zylinder mit einem neuen Kolben, wie Kolbenringe und Ölabstreifringen, alles gleich neu rein und dann sollte mit Glück Ruhe sein. Und vielleicht hat der Roller dann sogar untenrum noch ein bisschen mehr Power. Das ist doch ein Wort, oder? Schnell darf er nicht fahren, aber er darf von unten Kraft haben, wie er möchte. Ich wäre glücklich drüber. Ne? Bei dem, was da hinten irgendwann dranhängt, sollte er genug Kraft haben. Also von daher, euch wieder einen schönen Samstag, immer noch Samstag. Wir sehen uns später. Tschüss.